Hallo, ich bin Robert Pimm und ich bin hier in Berlin am Reichstag am Schauplatz von meinem Roman Blood Summit. Ich habe früher in Berlin gelebt. Es ist eine wunderschöne Stadt, aber auch Schauplatz von den übelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts. Berlin hat Holocaust, Krieg, Berliner Mauer und auch natürlich Spionageaustausche erfahren. Dann hat es die Wiener Wiedervereinigung gegeben, 1989. Man hat den Reichstag umgebaut, renoviert, als Symbol von der deutschen Demokratie. Ein sehr wichtiges Gebäude. Man hat versucht, ein Gebäude zu machen, was sicher ist, aber was auch offen ist. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn es hier bei diesem Symbol von einem vereinten Deutschland, was wäre, wenn wirklich üble Terroristen hier im Herzen der deutschen Demokratie angreifen würden. Willkommen in Blood Summit.